Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 3. Nähere dich den Seth Minecarrier. Ja, und wir haben hier ein Nano-Suit-Upgrade bekommen. So, jetzt scannen wir nochmal, ob wir hier irgendwo was haben. Das sollten wir schaffen, die Höhe, oder? Ja, das ging. Da läuft doch. Irgendwas, ID-System umgehen. Was auch immer das ist, das umgehen wir jetzt mal. Aha. Standardmunition. Ja, so eine fette Jackal wieder. Ne, nicht Jackal, das ist die MK60. Nehmen wir aber nicht. Weil diese neue Shotty ist schon ganz cool. Aha, ein weiteres Nanosuit-Upgrade. Das schafft ihr nicht. Was haben wir hier noch? Feinkontakte. Ich glaube, bevor ich da links hinten rüber gehe zu den Pfeilen, sollte ich erstmal hier in dieses Gebäude mir das Nanosuit-Upgrade holen, bevor ich das nicht mehr habe. Na, wo ist es denn? Ah, da. Komme ich nämlich nicht mehr hier an die Stelle. Das wäre nicht gut. Ich habe eigentlich recht viele Pfeile. Oh ja, nee, ich habe massig Pfeile. Das sollte voll ausreichen. Voll weggefegt. Das erinnert mich alles irgendwie an Turok. Das war so super. Seth Hologram. Ich sehe es. Jetzt. Ich. Wir sind verbunden. Okay. Prophet? Prophet? Sind Sie da? Sind Sie okay? Die greifen Sie nicht an. Mein Gott. Die halten Sie für einen Seth. Nein. Tun Sie nicht. Sie denken, ich bin der Alpha-Seth. Ich bin der Alpha-Seth. Prophet! Prophet! Das ist zu gefährlich! Sie verlieren sich an die Seth! Prophet! Lawrence! Nein! Nein, ich bin okay. Alles gut, alles gut. Ich bin Gott, ich bin der Mächtigste. Ich spüre den Schwarmverstand. Er ist so mächtig. Das ist es. Ihre Gedanken und die Energie ist ein und dasselbe, wenn nicht nur... Scheiße. Was ist das? Der wahre Alpha-Seth. Sie müssen da raus, Prophet! Okay, massig Gegner. Meine Anzugenergie sinkt nicht. Aha, okay, aber wenn dem so ist. Ich erleide keinen Schaden.
Sind mächtiger. Das stimmt wohl. Es ist vorbei. Ganz schön dick der Kerl. Oh oh. Boah, ein Treffer hat es mich direkt weggelegt. Okay, das ist nicht gut. Meine Anzugenergie sinkt nicht. Ich erleide keinen Schaden. Sind mächtiger. Es ist vorbei. Exoskelett aus X-Pack. Okay. Sehr mächtiger Gegner. Ich muss irgendwie anders vorgehen. Boah. Übel. Tarnfeld. So, keine Muni mehr in der Waffe. Zieht die Waffe denn so übel? Puh, starker Gegner. Die Waffe schnappen uns direkt mal, die war ja ganz schön mächtig. So, 2000 Meter entfernt, Archangel finden und deaktivieren. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo was haben. Sieht aber nicht danach aus. Prophet, wir müssen uns treffen, schnell. Die Situation ist außer Kontrolle. Es funktionierte nicht, aber der Schwarmverstand ist pure Energie. Wenn ich sie noch etwas mehr reinlasse, kann ich diese Energie selbst nutzen. Prophet, kommen Sie zurück und hören Sie mir zu. Ich habe neue Details zu Archangel. Er ist schon im Orbit. In einer Stunde könnte er hier sein. Außerdem evakuiert Cell alles, außer einer Anlage ungefähr 5 Klicks von hier. Scheint eine Leitstelle für den Satelliten zu sein. Bringen Sie mich da rein, dann schalten wir Archangel gemeinsam ab. Sind Sie dabei, Soldat? Ja, Ma'am. Okay, da sind wir dabei. Das ist schon prima. Nicht nachlassen! Tötet sie alle! Wir haben sie! Das wollen alle! Wie viele Tote? Fast alle! Mist! Sammeln wir uns, bevor noch mehr auftauchen! Oh Scheiße! Da bewegt sich was! Hinter dir! Peace! Ich hab keine Munition mehr! Scheiße! Okay, also wie gesagt, immer dasselbe mit diesem Datenpad. So.
Gucken wir mal gerade, ob wir hier noch was haben. Aha. Ach, da stürzt mal wieder die Performance ein. Mal die Pfeile. So. Das ist ziemlich lahm mit dem Teil. Halt kritisch. Für den Nahkampf ist das nicht gut, die Waffe. Komm, weg mit der Waffe, das bringt nichts. Hacken wir jetzt erstmal. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Zielunterstützung. So, machen wir hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.